Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. Langsam merke ich es mir. Und wir wollen hier hinlaufen. Mit Frank am besten. Ich will mal gucken, wie weit die anderen hatschen können. Damit wir nicht mit Frank nicht zu sehr weit nach vorne gehen. Ich will mal sagen, Frank läuft mal hier hin. Okay, hat damit schon ziemlich viel abgedeckt. Da oben ist unser Kompaniere. Derjenige, der zuständig ist für die ganzen Krimskrams. Okay. Da war die andere Station. Die werden wir aber als letztes besuchen. Dann Zero, spring ich schon mal hier oben rauf. Bin mal gespannt, wer alles noch kommt. Auf jeden Fall werde ich mit dir in Deckung gehen. Bist schon ziemlich in Gefahr. Das bezweifle ich mal nicht. So, Knights of Old Republic kann mal hier hinten gehen und da einen Feldposten machen. Forstocks, gehen wir hier hin, macht einen Feldposten und Anderson, ja, und mit Zero vielleicht da hinten hingehen, hier oben auf dem Dach aufgehen, mal gucken, vielleicht ist es besser. Hier so in der Ecke. Gut, ja, bist. Lauf mal hier hin. Gut, du machst einen Feldposten. Reagierst gar nicht. Nicht, dass du irgendwas triggerst. Da kommen wir schnell essen. Oh, boom. Voll daneben. Und nichts mit triggern. So, der erste ist schon tot. Oh, da kommen die nächsten. Ah. Ich hab keinen Bock, dass die an den anderen oben angreifen wollen. Frank. Ach Gott, wie schießt du denn? So, jetzt gucken wir erstmal. Zero. Der ist den direkt im Auge. Achso, ist das die Laserpistole? 100%. Auch der 100%. Ich glaube, der ist am schwersten von uns zu treffen. Und nicht tot, klar. Aber du hast doppelte Portionen. Ich würde aber gerne den platt machen. Mit voller Deckung. So. Du siehst ja da hinten 80%. Ja, da machen platt. Und diese Snipers. Du siehst einen noch. Der da. Ja, schieß mal auf ihn. Okay. Uff. Du hast doch kein Deckungsfeuer, wa? Das Einzige, was ich machen könnte, wäre eine Granate werfen und damit die Deckung zerstören. Werde ich auch gleich mal gekonnt machen. Ja, fang mal. So, Junge. Du kannst gerne weiter Feldposten machen. Allerdings solltest du aufpassen mit Angreifen. Du siehst den 95, 77%, dann mach du ihn platt. Auch noch ein Crit. Okay. Greifen wir an, vielleicht treffen wir. Natürlich nicht. Frank? Kannst du nochmal einen Feldposten machen? Aus dem Spiel genommen. So, die Gegner sind wieder dran. Ich musste kurz. Was zum Teufel? Warum ist das explodiert hier? Ist aber keiner zum Schaden gekommen. Munition nachgeladen. Da hinten war doch noch einer gewesen. Den habe ich doch ganz genau gesehen. Wo ist der nur hin? So, ihr könnt mal alle nachladen.
Na, du lädst auch mal nach. Du kannst vorlatschen. Du hast kein Problem. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Sprit mal hier rein. Okay. Jetzt wird ihn aber nicht mehr, oder? Nee. Okay, Frank, renn mal vor. Auch schön, dass es so offen in der Deckung liegt. Meine Position ist unter Feindbeschuss. Und da würde ich sagen, Baumblatt. Mit der Partikelkanone schon ein bisschen fies. So, jetzt Zero. Kann ich dann sehen teilweise die Leute? Ich probiere es einfach mal. Zero. Geht mal hier hin. Hat die ideale Deckung jetzt. Durch seine Fähigkeit auch noch eine ganze Deckung, nicht nur halbe. Und wir laufen jetzt hier hin. Foxtrot. Ja, laufen wir bis hier hin. Eigentlich glaube ich nicht, dass noch Gegner spawnen werden. Eigentlich sind es immer nur Zweier-Trupps und dann anschließend kommen dann nur noch Trupps, wenn man die Dinger an den dran ist. Ja, ich würde mal sagen, du kannst bis hierhin gehen. Und du würdest dann noch, glaube ich, noch nichts aktivieren. Okay, und du rennst mal bis hierhin. So, Frank rennt mal bis hierhin. Maximale Reichweite. So, du rennst mal bis hierhin. Jetzt von der anderen Seite was kommt. Dann Zero kann man wegen Feldposten. Na, obwohl, laden wir nach. Robinson, aka Knights. Hierhin. Und Frostrocks. Und hierhin. Und er rennt bis, oder sie, ist ja Paula Anderson, das allererste Strobe, rennt nur bis dahin. Okay, du wartest erstmal ein bisschen. Strobe muss sich noch einmal bewegen, zu einer besseren Position, wo sie auch wirklich Feldposten aktivieren kann ohne Probleme. Das wird sie mal hier machen, denn hier hinten kommt dann unser Soldat hin. Nein, du machst Feldposten Zero. Feldposten. So, und jetzt kommst du runter. Rennst mal bis hierhin. Commander, unser Agent ist bei einer Funkrelaisstation. Checke und Feldposten. Um an die Daten zu gelangen. Jetzt musst du aus der Richtung. Wir haben Teile der Daten entschlüsselt. Sieht aus, als wäre Exols Kommunikation durch das Hacken vorübergehend gestört. Jetzt müssen wir noch die übrigen Relaisstationen finden. Der Feind schickt zusätzliche Truppen zu Strike Ones Position, Commander. Der müsste doch so gut sein, oder? Ja. Ist er? So. Frank? Kann er nicht. Schade. Wie siehst du den gerade? 70%. Na, probier mal. Ja, okay. Und dann würde ich sagen, alle laufen mal hier runter zu dem Punkt. Denn da ist ja unser nächster Missionspunkt, wohlgemerkt. Ein bisschen lauter schalten. Irgendwie ist so leise hier alles.
Nicht, dass ich dann zu leise rede. Das passiert mir dann immer. Ach, der kann auch riesige Strecken hinterher laufen. Sollte aber dann da bleiben. Er sollte erstmal nicht rangehen. Frank rennt passieren. Und dann sollte Zero auch die Leute sehen, die hier von hier kommen. So, ein Kevinus. Ach, der kann sogar bis hierhin rennen. Ja, bis hier. Einfach weil das kann. So, Zero macht einen Feldposten. So, Frank. Rennt mal hier hin. Ich denke, dass die aus der Richtung kommen werden, vor allem. Yep. Kevinus. Düsen aktivieren. Hier sprinten. Kann man auch Feldposten machen. Zero Feldposten. Knights. Rennt mal bis hierhin. Jetzt können wir kriegen gar keinen Feldposten mehr rein. John. Passieren gehen. Einen Feldposten basteln. Ja, und bei dir ist es am blödesten. Denn. Ach, du kannst dich hier nicht bewegen. Dammit. Ja, dann. Dahin. Auf Feldposten. So, du rennst hier hin. Wenn wir das wieder. Wie wäre es am besten? Ich glaube, am besten wäre hier hin. Aber die kürzeste Strecke. Also cool wäre es, wenn du es jetzt hacken kannst. Commander. Wir haben die letzten Daten entschlüsselt. Jetzt müssen wir nur noch unseren Agenten zum Evakuierungspunkt bringen. Ja. Und der macht erstmal einen Feldposten. Ziel wurde aktualisiert. Commander, weitere Feinde im Anmarsch auf das Einsatzgebiet. Hallo. Habt ihr euch auch selber verletzt irgendwie aus Versehen? Muss man so als Frage. Oh, er kann nur bis hierhin latschen. Unterwegs. Er hat aber viele Trefferpunkte. So. Frank. Rennt mal so weit er kann. Bis hierhin. Macht dann auch einen Feldposten. So, Kevinus. Feldposten. Zero, klar, Feldposten. Ist passieren. Machst einen Feldposten. Ist passieren und machst einen Feldposten. Weiß nicht, ob jetzt nochmal. Ich glaube, da komme ich jetzt nochmal Leute. Die Bewegungsfreiheit ist extrem grandios. Machst einen Feldposten. Exord schickt weitere Verstärkung zu Strike One's Position, Commander. Zero? No, that is not good. Out of the game. Okay, jetzt überlegen wir kurz. Prozent. Versuch's mal. Okay, Zero muss leider bei seiner Arbeit Pistole nehmen. Sonst kriegt er ihn nicht getötet. So, Frank. Latsch mal vor. Vielleicht wird der Feldposten aktiviert. Der alte baut. Genau. 85% und 60% Crit. Oder auch gar nicht treffen. Ich brauche bald Munition. Ziel noch aktiv. On route to target. Ja.
On the move. Feldposten. Good to go. Feldposten. Ich überlege gerade. Gibt es hier eine Möglichkeit irgendwie. Geh hier hin. Unser Mann hat den Evakuierungspunkt mit den Daten erreicht, Commander. Strike One kann bleiben und die verbliebenen Exalt-Kräfte ausschalten oder sich zur Evakuierungszone begeben und sich sofort ausfliegen lassen. Neues Ziel erhalten. So, du machst erstmal Feldposten. Okay. Knights. Hoch hier und auch am Feldposten. Frank. Ich kann leider bloß bis zur Ecke hier. Vielleicht reicht das ja aus. Aber ich glaube, du hast keine Schüsse mehr, Frank, war? Okay, keine Munition mehr. Na, lach. Bin wieder feuerbereit. So, du machst einen Feldposten, falls da irgendwie Blut läuft. Genauso du. Ja, Feldposten. Idiot. Ganz im Hand weggesprengt. Sind in Sicherheit. Beide, die und die. Krass. So, jetzt haben wir die Exalt-Zelle ja bereinigt. Da müssten wir eigentlich jetzt die Information haben, wo sich das Hauptquartier der Exalts befindet. So, nach meinem Ermessen nach. So, alle wieder zurück. Gut gemacht, Commander. Es ist immer gut für die Moral, wenn alle wieder zurückkommen. So. Wo um alles in der Welt Errungenschaft freigeschaltet? So, dicker Rauch, größere Verteidigung oder Gefechtsgranaten? Ja, weitere 20%, warum nicht? Exalt-Waffen, Information. Daten entschlüsselt. Mögliche Position von Exalt-Basen eingegrenzt. So. Verdeckte Operation. Kanada. Haha. Interessant. Müssen wir also einmal nach Kanada ziehen. Wie sieht's aus? Wie lange brauchen die Leute noch? Psy-Test 2 Tage. Dann würde ich noch die 2 Tage warten. Neue Forschungsprojekte. Einrichtung bauen. Oder die Gießerei. Naja, nee, warum warten wir mal kurz? Ich habe noch eine andere Sache, die ich vorhab. So, neue Forschungsprojekte. Nuklearwerfer zur Herstellung verfügbar. Ich finde es auch merkwürdig, dass man das als Nuklearwerfer bezeichnet. Dafür brauchen wir 50 Waffenfragmente. Baukauf für Gegenstände. Da werden wir hier mal. Schwerer Laser. Laser. Für dicke Kanonen. Dieser Präzisionswehr. Plasma-Kanone. Streulaser. Wo ist er denn? Jetzt haben wir so viele Sachen hier. Geistschild. Medikit ist klar. Partikelkanone, Railgun, Nuklearwerfer. Hier haben wir. Können wir 2 herstellen? Dann stellen wir 2 her. Okay. Dann weiter. Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Unser letzter Kandidat ist anders.
Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Dann zeigt man das Ergebnis. Bin gespannt, ob Grants mit dabei ist. Den müsste ich ja erkennen. Wenn er jetzt rauskommt, kann aber sein, wie jemand anders. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird. Und erschafften etwas Außerordentliches. Irgendwie ist alles ein bisschen Clipping-Fehler gewesen, die war alles ein bisschen daneben. Toby Hamilton war nämlich Grants, der ist leider keine Begabung. Okay, schade. Kaserne Psi-Labor besuchen. Wie wollen wir ihn probieren? Ob Zero eine Begabung hat? Ja, Zero würde ich jetzt ungern wegnehmen. Knights könnte als Unterstützung, da hätten wir die Möglichkeit. Marco, geil, Marco. Cool. Der Marco ist ja eh immer dabei. Also Heinrich Köhler, aka Marco. Der wird dann noch genetisch ausgebildet, auf jeden Fall. Jetzt Grant zumindest ist wieder da. Da würde ich mal sagen, als Sturmsoldat, ab in die Technikabteilung, Leitforschung, Gen-Labor. Dauerhaften Veränderungen, Marco. Die sie erwarten, zu warnen? So, jetzt haben wir die Möglichkeit, verursacht Schaden bei Psi-Angriffen und löst die Abblickzeit ihrer Psi-Angriffe aus, verringert nicht die Erfolgschance der Angriffe. Hilft mehr Willenskraft bei der Verteidigung von Psi-Angriffen und macht immun gegen Panik. Steht den Soldaten unter Grenzenkontrolle. Nee, verursacht Schaden bei Psi-Angriffen und löst die Abblickzeit. So. Was ist das? Neutral-Feedback. Dann haben wir hier die Gewehrzielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss oder Höhenvorteil. Der ist Nahkampf. Ja, machen wir das. Gesundheit ein bisschen auf Null sinken, verblutet er, fest zu sterben. Bewirkt Überladung, Adrenalin, was war das gewesen? 5 kostet das. Wenn ein Tod bestätigt wird, sondern ein Soldat. Nee, ein Angriffsbonus verleiht, kann höchstens alle 5 Runden einmal auftreten. Machen wir das hier. Soldat projiziert mit Hilfe ein elektrisches Schild, das Gegner in der Nähe enttarnt und nicht alarmiert. Ist außerdem immun gegen Strangulität. Nee, wir nehmen hier mimetische Haut, verleiht ihm die Hautfähigkeit, Muster der Deckung anzupassen. Kann den Gegner ohne besondere Fähigkeiten nicht als Ziel ausmachen. Er ist ein bisschen getarnter. Wir geben ihm zwar selber eine Ghost-Rüstung, aber allerdings wir aktivieren ja nicht mal die Fähigkeit. Und Muskelfaserdichte gewährt ihn ohne Leiter, aber der bekommt ja die Ghost-Rüstung, deswegen nehmen wir die Heilung. Okay. Genimplantate bestätigen. Annehmen, 15 Tage. Boah. Wir werden den Kandidaten Höhler, mein Gott. Ich wollte mit dir auch ein bisschen. Ich informiere sie dann, sobald der genetische Modifikationsprozess abgeschlossen ist. Ich wollte mit dir auch noch ein bisschen Spaß haben. Jetzt ein bisschen Psi-Angriffen. Okay. Galoppkammer ist gleich fertiggestellt, aber wir wollten eine verdeckte Operation durchführen nach Kanada und auf Exalt Hauptquartier gehen. Bestätigen. Geschafft, Commander. Dank der gesammelten Geheimdienstberichte kennen wir jetzt die Position von Exalts Hauptbasis. Wir können die Anlage nun auf Ihr Kommando hin angreifen. Genau. Aber der Angriff erfolgt erst nächstes Mal. Bis denn. Ciao, ciao.